ein leeres Haus. Nur ein Echo bleibt mir noch. Eleanor, Liebes, wo bist du? Ich habe mich kurz umgedreht und jemand hat dich mitgenommen. Es ging alles so schnell. Ich bin noch nicht mal eine Rabenmutter für dich. Ich konnte dich nicht beschützen. Dieses Plakat von ihr in meinem Zimmer starrt mich an, als wüsste es, wie sehr ich mich schäme. Ich habe immer zu deiner richtigen Mutter gehalten, Eleanor, und habe ihr immer meine Geheimnisse anvertraut. Aber ich habe dich verloren. Was wird Dr. Lamb jetzt von mir denken? Ich weiß schon, was du willst. Nur zu, hol's dir. Ich will nicht, dass du mich berührst. Dr. Lamb hat damals mir ihr Kind anvertraut. Ich habe alles getan, aber die kleine Eleanor verschwand. Und dann, eines Tages, sehe ich sie mit dir herumlaufen. Sie sieht krank aus. Und als ich sie in den Arm nehmen will, schlägst du mich zusammen. Brichst mir den Kiefer. Ich bin bereit, Babyräuber. Komm rein und bring es zu Ende. Es ist deine Entscheidung, Freund. Gracie ist unbewaffnet. Überleg selbst. Was ist los? Mach schon, du gottverdammtes Monster! Tu, was du immer tust! Na los! Dann geh doch zum Teufel! Los! Du hast mehr Größe als ich, Chef. Vielleicht überlegt sie sich in Zukunft zweimal, ob sie Leute verdammt, bevor sie alle Fakten kennt. Jetzt aber los. Eleanor wartet. Mein Leben lag in deiner Hand. Und du gehst einfach? Ein Monster hält nicht die andere Wange hin. Kein Monster tut das. So handelt nur ein denkender Mensch. Ich weiß, dass Dr. Lamb keine Lügnerin ist, aber ich glaube, sie täuscht sich in dir. Ich finde es nicht mehr richtig, dich in den Hinterhalt laufen zu lassen, der draußen auf dich wartet. Ich kann die Familie nicht zurückrufen, aber ich kann ein wenig flüstern und deine Chancen verbessern. Diese Vögelchen sind Spezialanfertigungen von einem alten Freund. Das ist leider alles, was ich für dich tun kann. Fürs Erste.
War Ryans Paradies äußerst unfreundlich. Sie sprach sich in ihren Songs gegen ihn aus und er setzte sie auf die schwarze Liste. Es hat sie ruiniert. Aber in der Familie hat sie Hoffnung gefunden, einen großen neuen Atem zu schöpfen. Frage dich, Bertha, hast du es verdient, ihr das zu nehmen? Geh zurück zur Bahnstation, mein Junge. Tja, ich weiß nicht, wie ich dich jetzt nennen soll. Du hast nicht nur mein Leben geschont, du hast mir auch die Augen geöffnet. Ich werde Dr. Lamb ein paar Fragen stellen müssen. Du mein Vertrauen gewinnen, indem du Grace das Leben schenkst? Deine Krokodilstränen mögen ihr Zweifel einimpfen, aber bei mir geht das nicht so leicht. Spring auf, Junge, und starte die Bahn. Zwing mich nicht noch vorher zu pfeifen.
an, ihr, die ihr das Lamm Gottes schlachten wollt. Niemals werdet ihr ihren Garten erreichen. Junge? Na komm, wach auf. Ach, da bist du ja. Ich hab schon gedacht, du bist auf dem Torpedo ins Jenseits geritten. Ich bin jetzt im Dionysus Park. Die Bahn ist im Eimer. Überall Lecks. Der ganze verdammte Laden hier ist überflutet und abgeriegelt. Aber es gibt eine Pumpenstation hinten in der Siren Alley. Die könntest du so umfrisieren, dass der Park trockengelegt wird. Dann könntest du rein. Geh zu den Pumpen. Beeilung. Ich sehe, Pfarrer Wales hat dich von deinem Gefährt getrennt, aber du lebst noch. Gratuliere. Heute triffst du einen Mann, der den Tod nicht fürchtet. Und für Eleanor würde er mit einem Lächeln auf den Lippen ins Feuer gehen. Blechhaufen an. Mach den fertig, Jungs! Ich bin selbst du denkst, ein Mädchen. Du könntest mich ums... Schubsen! Die Bestie Ryans lebt! Versammelt die Familie! Großer Gott, ich glaube, das war Simon Wales. Was hat er mit sich angestellt? Er und sein Bruder waren die Architekten Raptures. Aber als Doc Lamp ans Ruder kam, hat Simon Gott gefunden. Er hat eine Art Kirche unten in der Pumpenstation. Vermutlich bricht der jüngste Tag an, wenn du dorthin kommst. Thank you.
bist nicht allein, Vater. Die Mädchen, die du gerettet hast, halten zu dir. Im Gatherer's Garden ist etwas für dich. Ich glaube, Mutter weiß, dass ich dir helfe. Sie beschleunigt meine Behandlung. Lass mich nicht im Stich. Anscheinend hat der gute Pfarrer die Coach-Schlösser gut gewartet. Früher kam man nur an Lem ran, wenn man vorher eine Audienz bei Wales bekam. Irgendwo müsste ein Hinweis auf die Zahlenkombination rumliegen. Sieh zu, ob du eine Spur findest. Thank you.
Wir beide haben die Pläne für Rapture entworfen. Wales und Wales Architekten. Weißt du noch? Aber Andrew Ryan hat uns auf die schiefe Bahn gebracht, mein Bruder. Weg vom Allmächtigen hat er uns geführt. In Dr. Lamp liegt die Rettung, Daniel. Ich verlange ja nur einen Beweis, dass noch ein Fünkchen Glaube in dir lebt. Ich habe im Pink Pearl deiner Firma ein Geschenk für dich hinterlegt. Finde den Code darauf, Bruder, und wir werden gemeinsam für deine arme Seele beten. Ich werde den verwirrenden Gedanken nicht los, dass ich dir mein Leben verdanke, Fremde. Ich schicke dir ein Notfallpaket mit der Rohrpost. Aber nichts Dr. Lamp sagen. Ja. Hallöchen! Na, wie viel?